Herzlich willkommen zum DDS-Video für Zukunftsplaner OpenBIM mit DDS-CAD. In diesem Video erfahren Sie, wieso Sie auf BIM bauen sollten, welche Gründung für die Verwendung eines 3D-Modells und das Format IFC sprechen und welche Vorteile all das für den Informationsaustausch mit sich bringt. Warum Building Information Modeling? Sie planen mit Building Information Modeling effizienter, weil die Objekte, die in mehreren Plänen oder an mehreren Stellen in Ihrem Projekt auftauchen, eine logische Verknüpfung aufweisen. So weiß beispielsweise eine Steckdose im Erdgeschoss, dass sie nun an Sicherung F2.1 angeschlossen ist, statt an Sicherung F10, obwohl Sie die Änderung nur im Stromlaufplan vorgenommen haben. Sie planen schneller, weil Sie Stückzahlen nicht mehr mit dem Bleistift auf Papierplänen selber zählen, sondern weil Sie diese mit einem Mausklick komplett für Ihr komplettes Projekt erstellen können. Sie planen übersichtlicher, denn aus der Draufsicht eines Geschosses erstellen Sie mit nur wenigen Klicks die notwendigen Wandansichten, also die Schnitte dieses Planes. Sie planen messbarer, denn die erstellten Stücklisten beispielsweise können kinderleicht in verschiedene AFA-Formate exportiert und dort weiter benutzt werden. Und Sie planen einfach besser, denn Sie planen, wie es gebaut wird und ersparen sich dadurch Nachträge und viel Ärger. Welche Gründe sprechen für ein 3D-Modell? Ein 3D-Modell bietet Ihnen eine bessere Übersicht über die gesamte Situation, denn es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Objekte in klaren Höhenlagen zu erkennen. Sie erkennen sofort, welcher Lüftungskanal verläuft unter oder über welchem anderen Lüftungskanal oder Objekt eines anderen TGA-Gewerks. Darüber hinaus können Sie Kollisionsprüfungen, die auf Fakten beruhen, durchführen und nicht welche, die auf Erfahrungswerten beruhen. Welchen Vorteil bietet ein IFC-Modell? In DDS-CAD sehen Sie hier eine DWG importiert, welche in der Isometrie eine reine flache Darstellung bietet. Denn eine DWG bietet Ihnen nur Linien in einer 2D-Darstellung. Rechts daneben sehen Sie ein IFC-Modell des gleichen Gebäudes, welches einfach importiert wurde und welches Ihnen direkt die kompletten Gebäudeinformationen zur Verfügung stellt. Ich zeige Ihnen nun in DDS-CAD, wie Sie mit einer IFC und einer DWG arbeiten können. Hier habe ich ein DDS-CAD-Projekt bereits erstellt, eine DWG importiert und habe mit wenigen Mausklicks bereits die Außenkonturen und einige Räume erfasst. Über die Raumdefinition kann ich nun noch einen weiteren Raum erfassen, indem ich einfach in das Gebäudemodell hineinzoome, die Konturen abfahre und mit wenigen Klicks habe ich hier meinen Raum vollständig definiert. Nach dem Schließen der Kontur öffnet sich der Raumdialog und ich kann sofort noch Raumhöhe sowie andere Parameter anpassen. Nachdem ich das fertiggestellt habe, können wir uns das Ganze nun auch in der 3D-Darstellung anschauen und sehen hier, mit wie wenig Klicks wir ein Gebäudemodell soweit herstellen. Natürlich müssten wir jetzt noch mit genauso wenig Klicks und genauso einfach die Fenster und die Türen einzeichnen. Ich wechsle nun in ein leeres DDS-Projekt. Auch dieses habe ich bereits angelegt, aber nach dem Öffnen werden wir feststellen, es ist noch nichts vorhanden. Sobald ich hier hergehe, kann ich nun mit noch weniger Aufwand eine IFC-Datei importieren. Und aus dieser IFC-Datei bekomme ich die notwendigen Geschosse automatisch angelegt und kann nach wenigen Anpassungen mit meiner TGA-Planung beginnen, ohne das Gebäudemodell von Hand aufbauen zu müssen. Hier sehen wir nun das importierte Modell. Der Vorteil ist natürlich, dass wir hier auch alle Details aus der IFC mit drin haben und nicht nur die Konturen aus der DWG abfahren. Ich wechsle nun wieder in die PowerPoint-Präsentation und zeige Ihnen, wie es mit den Vorteilen der IFC weitergeht.
Ich habe hier einmal eine IFC, die gleiche, die wir eben importiert haben, in drei gängigen IFC-Viewern geöffnet. Diese Viewer sind kostenlos und bieten Ihnen die Möglichkeit, IFC-Dateien schnell zu öffnen und einer Ansichtsprüfung zu unterziehen. Kostenpflichtige Programmteile bieten Ihnen darüber hinaus teilweise die Möglichkeiten, diese auch automatisch auf Fehler zu prüfen. Das IFC-Format bietet Ihnen die Möglichkeit, in allen BIM-fähigen Softwarelösungen genutzt zu werden. Darüber hinaus können Sie mit IFC-Visualisierung durch VR sowie AR für Besprechungen, Entwürfe oder sogar Montagen nutzen. IFC ist also ein Standard-Dateiformat, welches für BIM-Austauschformate oder für BIM-Austauschprozesse genutzt werden kann. Des Weiteren ist die Verwaltung, Betrachtung und Analyse von IFC-Dateien online möglich, sodass Sie, wie Sie hier zum Beispiel in einem Tool sehen, IFC-Dateien eines Projektes komplett hochladen können. Sie haben einmal die Möglichkeit, sich alle Gewerke einzublenden oder Sie können sich die einzelnen IFCs der Gewerke eben einblenden lassen, können diese gegeneinander prüfen und können so Besprechungen komplett digital anhand des Modells durchführen. Vorteile für den Informationsaustausch bietet BIM, indem Sie auf Basis der IFC-Dateien eine Kollisionsprüfung direkt durchführen können. Diese kann anhand nur reiner IFC-Dateien durchgeführt werden. Sie kann aber auch in DDS-CAD zwischen DDS-CAD-Objekten verschiedener Gewerke oder zwischen DDS-CAD-Objekten und IFC-Objekten durchgeführt werden. Für die Kollisionsverwaltung gibt es das Format BCF, über das Sie die Möglichkeit haben, Kollisionen festzuhalten und diese zu verwalten. Sie können dort also Verantwortlichkeiten eintragen, Sie können diese Fälle oder Kollisionen ändern oder nach Lösen des Problems auch wieder schließen. DDS-CAD ist für den Austausch mit IFC zertifiziert durch BuildingSmart. Diese Zertifizierung bietet die Möglichkeit, einen Standard zu schaffen, welcher für die Baubranche durchgängig genutzt werden kann, sodass das IFC-Format übergreifend für Planung, Bau, Nutzung, Betreiben und Rückbau des gesamten Gebäudelebenszyklus genutzt werden kann. Ich zeige Ihnen noch einmal in DDS-CAD, wie Sie nun die Kollisionsvermeidung und die Kollisionsverwaltung durchführen können. Hier habe ich nun das Kellergeschoss geöffnet und habe mir als Koordinationsdatei noch die TGA mit importiert. Ich sehe jetzt hier nun also meine Heizung- und Sanitärinstallation und kann unter anderem, wenn ich jetzt eine Kabelbahn zeichne, diese auf der Höhe der Rohrleitung sich befindet, direkt die Kollision über- oder unterfahren, sodass ich hier meine Kollision direkt vermieden habe. Mache ich das nicht und zeichne eine Kabelbahn, dann bekomme ich nach der Kollisionsprüfung, welche ich über wenige Klicks durchführen kann, hier unten meine Meldungen und kann hier meine Kollision mir direkt anzeigen lassen, kann darauf zoomen und kann, indem ich mir die BCF-Eintragung hier anpasse, eine Datei erstellen. Sobald ich das gemacht habe, kann ich mir den Bauteil anschauen und eine BCF-Meldung über diesen Beitrag erstellen. Sie sehen, in dem Beitrag wird direkt ein Foto der Kollision dargestellt und diese Kollision kann ich nun speichern. Ich kann darüber hinaus diese ganze Verwaltung der Kollision des BCF-Formats auch online durchführen in einem Portal. Über diese Möglichkeiten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kollision zentral zu verwalten durch einen BIM-Koordinator oder einen BIM-Manager und diese Kollisionen auch für alle Projektbeteiligten zugänglich zu machen.
Das war unser Video für Zukunftsplaner OpenBIM mit DDS-CAD. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten finden Sie auf dieser Folie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.